Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe mit dem Ralf. Und letzten Folge haben wir den Mosquito aus der Raisins Bar hier befreit. Weil Bar ist es nicht so richtig, sondern es ist eher so ein Kentucky Fried Chicken Abklatz in Verbindung mit Hooters. Und hat sich von den Ladies bezirzen lassen und hat sich dann da natürlich seinen Lüsten ergötzt. Kann man mal so sagen. Und wir haben eine Nebenmission von ihm erhalten und wir müssen dahin wieder zurück. Da sieht man's. Bin schon wieder da und dann machen wir das doch mal. Ich glaube, die Bedienung steht voll auf mich. Die Frage ist, wo müssen wir dazu hin? Ich fürchte, den frühesten freien Tisch hätten wir niemals. Ah, da rein. Oh. Gross smell. Too clumsy. Oh. Schrott. Bad Tipper. Oh, da hat jeder schon seinen Ruf weg. Oh, ein Yaoi-Bild. Und ein Burrito. Intelligenz, Schönheit, immer voll. Aber. Ihr habt das doch aktiv oder muss ich da erst in der Nacht wieder? Achso, Charakterbogen. Muss denn das Eis in der Kühltruhe wirklich so kalt sein? Mir fallen noch die Hände ab. Und wie mache ich das denn immer? Muss ich dann immer wieder da raus und rein oder? Mit der kann ich ja nichts. Ja, mitnehmen, Süßi. Ich hab zu tun. Ich muss dir wohl sagen, dass wir neues Inventar haben. Ja, das kann ich ja mal mitnehmen. Selfie-Pass. Jawohl. Cool, 25 Dollar. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Okay, hier sind keine Raisins mehr. Ah, die spawnen hier neu. Au, du hast echt keinen Swag, Arschloch. Willkommen in der Raisins Wirtschaftszone. Macht euch bereit zu sterben, ihr Hübschen. Die Musik erinnert mich an die Musik von Powerpuff Girls. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Okay. Du hast einen ziemlichen Zug am Leib. Immer schön ziehen. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Ouch. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die Nutights tragen müssen. Ach komm. Zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Mega Faustschlag. Bam. Ciao. Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Doch, doch. Razzurie. Die Beine, Arschboy. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Glückwunsch, Superfreunde. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen. Sehr befriedigt. Ein Feind viel. So, ein bisschen geheilt. So läuft es. Ich hab übrigens voll in ein Essen gespuckt. Echt? Du bist ekelhaft. Dafür kriegst du Kopfnuss. Hurra, Zitronenriegel für alle! Zitronenriegel, jawohl! Okay, dann muss ich wieder raus, wieder rein. Das ist ein bisschen affig. Aber gut, wenn das eine Mission ist. Du kriegst Buffalo Bomben mit Ja.
Geheimnis wissen, Schnucki? Ja, komm ganz nah ran. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn in Trance anzulegen. Firing my laser! Abwas! Ich muss mein Make-up checken. Ihr braucht schon Physik. Oh, falscher Knopf. Chill. Ansteckung sein! Ja! Fantastisch! Was darf denn sein? Ja! Scheiße, aua. Laufen, Neuer! Ich bin dran! Ja, mach die hier kalt. Das war episch! Jawohl! Cooler Move, hat mich unterhalten wie ein TV-Mehrteiler über mehrere Abende, denn so schnell nehme ich die Dinge wahr. War das die Schallmauer oder ist dein Kiefer gebrochen? Beides. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halblang. Ja! Recht schaffen. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Halt die andere Arschbacke hin. Gute Neuigkeiten. Ich bin dran. Unsere Chancen steigen stetig. Ihr habt verloren. Jawohl. Raisin Meister erhalten. Und wir haben einen neuen Platz bekommen. Stufe 4. Wir haben die Mission erledigt. So will ich das sehen. Aber jetzt können wir da was Neues reinmachen. Das werde ich auch gleich machen. Ja, ja. Große Artefakte. Kann ich große Artefakte auch craften? Das. Und was sehe ich, dass es ein großes Artefakt ist? Oh, das kann ich bauen. Jawohl. Naja. Kostüme haben wir auch was Neues bekommen. So. Das wäre auch erledigt. Charakterbogen haben wir den vom Moskito, würde ich mal sagen. Den haben wir noch nicht, aber wir haben den Titel bekommen. Sie machen sich strafbar. Entfernen Sie sich vom. Wir wissen, wo du wohnst, Moskito, und wir kommen zu dir, um ordentlich in den Arsch zu treten. Oh. Wo war denn das? Klar, komm vorbei, dann reden wir drüber. Danach können wir weiter der Pflicht spielen oder so. Okay, da wohnt sie. Das wird langsam etwas komisch, Ladies. Lasst uns einfach Freunde sein. Wir lassen deinen Arsch den Bordstein fressen. Du bist sowas von fett und hässlich, Moskito. Alle hassen dich, Moskito, du fette Sau. Jeder hasst dich. Tut mir leid, dass ich euch allen in den Arsch getreten habe. Gute Arbeit, Kinder, Kleiner. Das wird ihnen eine Lehre sein. Sie tun mir fast leid. Jawohl.
machst denn du da? Legt sich mit den falschen Raisins Girls an. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ach so. Oh wow, ihr Kleinen scheint cool zu sein. Schade, dass wir euch vermöbeln müssen. Bestellt, ihr Süßen? Kann mal jemand kurz meine Schicht übernehmen? Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Ciao. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Bück dich. Ciao. Darauf trinke ich. Alles in Ordnung? Super. Kunstbanausen. Super, Craig, einsatzbereit. Ich hab genug von dem Kack. Oh! Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Wirklich, Mann. Der mich bezaubert. Brennen so wehtun. Und ab die Post. Verausgab dich nicht! Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Aha! Oh je. Ja. Oh, alles okay, Super Craig? Klar, mir geht's super. Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Ja, du kriegst es halt aufs Maul. Federfaustschlag! Sind wir fertig? Selber schuld. Ich wollte eigentlich nicht kämpfen, ihr habt angefangen. Kann ich von Nutzen sein? Ja, klar. Bitte schön. Dankeschön. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause wieder zu unserer Kiste. Der Vater kifft wieder. Gutes Zeug bekommen. Wo ist eigentlich die Mutter? Ist die noch hier? Oder ist die immer noch in der Küche am Heulen? Nee, die ist am Trinken. Oh, ihr spielt Verkleiden. Wie niedlich. Aber denk an meine Worte. Gewöhn dich nicht zu sehr an deine neuen Freunde. Ach, warum denn? Ich war erst ihr König und jetzt werde ich hier Oberheld. So, gucken wir mal, was Cartman oder eher gesagt Coon für uns hat. Oder? Ja, ansonsten haben wir ja nichts mehr. Das für Randy, da müssen wir erst auf Nacht warten. Der Bulle gibt uns noch nicht Bescheid. Es kommt dann wahrscheinlich dann erst am nächsten Tag. So, dann können wir nur zum Coon laufen. Hm, wo ist denn die Mutter? So viele Programme und die richtig interessanten Sachen kommen immer erst nach Mitternacht. Oh, ein Selfie. Ja, gern. Juhu! Ich werde das Cartman dazu schreiben. Oh, das ist super geworden. Wir sehen uns auf Kunst. Wie? Cartman schreibt nichts dazu? Da bin ich jetzt enttäuscht. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt irgendwie irgendwas drauf. Fick dich, Mom.
Ach komm. Dass er da immer automatisch reingeht und nicht erst, dass ich ihn rein bewegen muss und dass ich das dann speichert. Dich, Mom. So, einkaufen. Hier ist der Kunstor. Moment, der Kunstor, danke für deinen Einkauf. Transaktion abgeschlossen. So, haben wir ordentlich eingekauft. Ah, Wunderarsch, setz dich. Okay. Wie läuft's da draußen? Gutes Gespräch. Ich finde, du hast Potenzial. Und irgendjemand kriegt dich als Sidekick. Glückwunsch. Ich wollte mal über deinen Superheldencharakter reden. Er ist ziemlich scheiße, finde ich. Und ich werde dir zwei Klassen gestatten. Such dir noch eine Fähigkeit aus. Welche Fähigkeiten willst du deinem Repertoire hinzufügen? Speedster, Brutalist, Elementarist. Elementarist. Wenn der Elementarist in der Nähe ist, braut sich immer ein Sturm zusammen. Blitz und Eis für die Gegner halten die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 40%. Da ich ja Magier bin, macht es ja Sinn, dass ich das noch dazu nehme. Was haben wir sonst noch? Cyborg. Die erste. Was ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja, natürlich. Die erste Direktive des Cyborgs ist es, in Ärsche zu treten. Es ist, mit seinen mächtigen Angriffen die Gegner heranzuziehen und wegzustoßen, der Herr des Schlachtfeldes. Okay. Psychiker. Nächtliche Werbesendungen haben den Geist des Psychikers zu einer Waffe gemacht, mit der er Freunde stärken oder Feinde schwächen kann. Ein Kind braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Ein Psychiker liest nicht meine Gedanken, Wunderarsch. Cyborg, mehr Maschine als Mensch. Ah, ein Elementarist mit der Macht über die Erde und so. Nehme ich das. Hey, die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du klein warst. Du lagst wach in dieser Nacht. Aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiegel. Nee, natürlich nicht. Ball spielen geht nicht. Regt sich gerade diesmal nicht auf? Ach, Menno. Du dachtest dir, wird mich hier jemand lieben? Dann hörtest du ein Geräusch. Aber es war ein Babywein. Auf dem Flur sahst du zwei Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Du musstest unbedingt eingreifen. Du wusstest, du kannst sie aufhalten und benutztest zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Du musstest ihnen das Handwerk legen. Den größten hast du in eine Eiszelle gesperrt. Na cool. Du bist jetzt kalt. Kälte gefangen, musste der Eifringling tatenlos aussetzen. Geil, das setzt da aus. Ja, für wen hältst du dich überhaupt? Das ist geil. Kam näher, nahe genug, um von einer Sandfalle erwischt zu werden. Na geil. Ich glaube, das Kind hat irgendwie Macht über Eis und Erde. Unmöglich. Du hast dich schnell geheilt und deine Kräfte gesammelt. Kann ich nicht. Aber ich muss dahin laufen. Oh, geil. Gefällt mir. Ich glaube, ich gehe mal hier rüber. Oh Mann, endlich darf ich dem Scheißkind eine Reize machen. Du hast den Schlag einfach weggesteckt und deinen ultimativen Angriff vorbereitet. Mit der Kraft von Eis, Wasser, Blitz und Erde entfesseltest du einen elementaren Ansturm.
bitte. Nett. Zu bringen und dann passierte das Unvorstellbare. Du sahst deinen Dad, deine Mom ficken. Und ab da musstest du mit dem Trauma leben, dass du, weil du ein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Ziemlich krass, Mann. Tut mir echt leid. Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter gefickt hat. Aber die Antwort musst du selbst finden. Gute Friends, Alarm! Gute Friends, Alarm! Alarm! Hier, Kuhn, was ist los? Kuhn, die Freedom Bells! Was haben Sie diesmal getan? Kommt schnell zur Main Street, beeilt euch! Wir kommen, Kuhn! Ende! Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach! Kräfte! Also... Du hast 4 Plätze für Kräfte zur Verfügung. Ich kann Kräfte ersetzen. Den Strahl finde ich cool, den behalte ich. Das macht aber mehr Schaden. Einen aussetzen zu lassen ist aber auch nicht gerade schlecht, würde ich mal sagen. Oder soll ich doch die Erdfalle nehmen? Nee, das Einfrieren und dass der dann eine Runde aussitzen kann, kann schon hilfreich sein. Nehme ich das so mit. Nicht trödeln, Wunderarsch! Ja, nur der Tudler. Coolen Friends Alarm, alle coolen Friends zur Hauptstraße. Es geht los, Leute. Zeit, die Freedom Pots in den Arsch zu ficken. Ah ja, wissen wir, wo bleibst du mit deinem neuen? Bin gleich da, okay. Hier lang, Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle. Hast du jetzt 2 Klassen neuer? Cool! Die Freedom Pairs sind unterwegs, es wird zur Konfrontation kommen. Ja, hier lang, zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Ach, verdammt. Gleich da, geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Ja, noch ein bisschen? Nicht da lang, Hauptstraße. Die Freedom Pairs sind auf der Hauptstraße und wir nicht, weil wir auf dich warten. Juhu! Erstmal Selfie machen. Habe ich echt ja dazu gesagt? Juhu!
Preise den Herrn, kleines irres Kind. Wir sollten als Duo arbeiten. Erinnerst du dich, Twig? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als ich Coon & Friends verlassen habe. Ich mag Coon & Friends. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Twig vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist. Und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen. Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren's nicht, die diese Scheiß-Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf. Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Ja. Was für ein Jawohl. Geiler Kampf. Es ist ein großer Fehler, sich mit Coon & Friends anzulegen. Ihr braucht schon Physik. Okay. Wie ein Witz. Warum hat den hier? Ich spüre regelrecht das Herzblut. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, du übertreibst brutal. Es ist Blut. Kranke Scheiße, Alter. Ich bin Wonder Twig, Verfechter der Gerechtigkeit. Klingt ja voll schwul. Sehr schwul. Moment, ich bin verwirrt. Coole Attacke. Du kämpfst auf der falschen Seite. Okay. Und da aus kann ich gar nicht. Alter, du stehst mir im Weg. Ich kann die Fähigkeit gar nicht ausnutzen. Egal, dann brennst du. Twig ist verletzt. Überraschung. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Echt düster, Alter. Auto! Auto! Runter von der Straße, ihr Scheißbäger! Halt's Maul, das ist Civil War, Arschloch! Puh, geschafft! Okay! Mein verdammter Zug, Mann! Der hat so viel Leben. Und tue ich lieber mal debuffen. So sieht's aus, Pyjama Pals. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Super Tornado aktiv. Ja, vielleicht bringt dich das zur Vernunft. Alter, wo hat's denn hingeschlagen? Jetzt aber schnell. Denkst du, dass das Leben dich für deine Arschigkeit bestraft, Twig? Nein! Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Oh. Sehr befriedigt. Lass mal heilen hier. Ich werde über das Böse triumphieren. Und damit meine ich dich. Wen mich? Denk an Sonne, eine heiße Braut im Bikini. Ich bin dran. Fuck. Nun provoziere ich denn doch mal. Au. Angriffsmanöver eingeleitet. Super Tornado Warnung. Ja. Denkst du immer noch, ihr seid die Guten? Ja. Bereit, Gas zu geben. So, ciao, Twig. Ich dachte, dass ich Wonder Twig in meinem Film besiegen soll. Gleich kommt der Schwarm! Aha! Ja! Oh! Überleg dir gut, was du tust! Okay, das macht nur so wenig Schaden.
Aber das ist gegen viele Gegner gut. Macht euch bereit. Da kann ich angreifen. Dick da einen Schock ab. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Okay, der Blitzer hat verdammt viel Schaden gemacht. Zitronenriegel für alle! Haben wir gewonnen! Gute Arbeit, neuer Allmählich. Hast du den Dreh raus? Warte mal, was ist mit Kuhn? Oh, scheiße, schnell! Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen. Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist er auf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Civil War! Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Instagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Okay. Die Bürgermeisterin will mit mir reden. Oh, was hat Cartman noch geschrieben? Ah, ne. Verbreite die Nachricht. Kuhn und Friends haben die Freedom Pulse in Civil War besiegt. Kuhn und Friends, fick die Freedom Pulse. Wer ist der Kuhn? Ja, keiner weiß, wer der Kuhn ist. Eric. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Tja. Wir sind beim Rathaus. Niemand da? Gut. Was uns aber im Rathaus erwartet und was die Bürgermeisterin uns zu sagen hat, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da und kommentiert in die Kommentare, wie ihr dieses Game so findet. Und um uns zu wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne unsere Videos auf den Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, USW teilen und verbreiten. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und die Notation Bell betätigen, damit ihr mitbekommt, wenn wir live gehen und ihr mit uns dann im Livestream chatten könnt und vielleicht sogar im Livestream mitspielen könnt, je nachdem, was wir spielen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.